So, da sind wir wieder. Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu Minecraft. Wir sind hier im großen Umbau. Wir wollen nämlich den Torbogen ein bisschen erweitern. Und dazu müssen wir halt die bisherigen gesetzten Blöcke hier ein bisschen, ja, versetzen, umsetzen. So, und das machen wir jetzt erstmal ganz professionell, indem wir einfach das, was wir hier schon gemacht haben, nachbauen. So. So, zack, zack, das sind die zwei. Warte mal, zack, zack, die zwei. Eins, zwei. Genau. Und dann kommen drei. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. 1, 2, 3, ganz toll. Zwei, drei, vier, fünf. Das war jetzt wirklich sehr professionell. Das heißt, wir können hier alles abproben. Nein. Das können wir abproben, ne? So, ich möchte aber von da anfangen, von hier hinten. So. Super, hätte ich mir den Weg sparen können. So, was ich noch ergänzend sagen wollte zu dem letzten Thema, zum Thema der letzten Folge. Hier Culture Candela und die Meinung zu Corona und so weiter. Es ist tatsächlich so, es stimmt, man muss nicht tolerant zu allen Meinungen sein und nicht alles, was man sagt, ist halt eine Meinung. Ja, also weil ich ja gesagt habe hier von wegen, man darf, Meinungsfreiheit ist ja auch sehr eingeschränkt. Wenn man halt eine unliebsame Meinung hat, dann wird das zerrissen. Also es wird zwar nicht offiziell verboten, aber eigentlich dann schon, weil man halt natürlich halt wie in dem Fall Culture Candela halt tatsächlich dann halt eine Hexenjagd betreibt. Wie gesagt, keine Sympathien zu Culture, weil juckt mich halt nicht, die Leute. Die jucken mich halt wirklich nicht. Jetzt habe ich aber hier eine Frage. Müsste das dann nicht dann hier auch? Moment mal, das habe ich doch ganz anders gemacht, ne? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Geht ja nicht. Das ist dann doch falsch, oder nicht? Moment mal. Also, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 3. 2, 2, 1, 1, 2, 3, 3. Bei 2, 1, 1, 2, 3, 3. Okay, das ist richtig. Und hier ist es dann 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 5. Das kann ich mir nie im Leben merken. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Habe ich doch die da hinten vergessen, oder? Ja, 3 und dann hier 5. Eine Sekunde. 2, 2, 3 und dann hier 5. Dann ist das doch. Dann müsste das so richtig sein. Dann könnten wir tatsächlich hier weitermachen. So, So, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Mal wieder. So, machen wir ein bisschen hell.
Hilfe? Ich hab's wirklich vergessen, oh mein Gott. War wieder irgendwas mit Meinungsfreiheit und. War das so? Tatsache. Dann versuchen wir es mal andersrum auch. Irgendwie. Ne, brauche ich gar nicht. Ich habe mir nicht wehgetan. Ach komm schon, jetzt habe ich die wieder nicht bei. Oh mein Gott, ey. Mann, Mann, Mann. Wieder nur hin und her laufen hier. Ja. Ich habe den Faden verloren. Aber es ging irgendwie um Meinungsfreiheit und dass ich das halt nicht schön finde, wie man halt mit der Meinungsfreiheit umgeht. Ich meine, wie gesagt, es ist eine unpopuläre Meinung. Das weiß ich. Ja? Eine Meinung halt gegen Corona und alles, wenn man halt ein bisschen kritisch ist und die ganzen Mittel und Wege, die halt jetzt gerade ja im Umlauf sind, dass man die kritisiert, das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlimm, weil jeder hat ja eine eigene Meinung und nur weil, ich meine, gut, Moment, kurzen Moment. Letztendlich Zahlen lügen ja nicht, ja. Und wenn man halt Vergleich macht, wo manche andere sagt, pass mal auf, das ist ein dummer Vergleich und so weiter, das ist ja vollkommen okay. Das darf man auch sagen. Ich finde, da findet ja auch der Dialog statt. Der Dialog muss ja auch gegeben sein. Ja, nur wenn man tatsächlich, so pass mal auf, geht das? Nur wenn man dann tatsächlich, jawohl, das geht sogar. Ja. Habe ich Treppen mit? Nö, muss ja auch nicht, hast du recht. Nö, Treppen sind ja auch einfach überbewertet. Pass mal auf. Ein paar Treppen kann ich mir ja gönnen, oder? So. Ja, wie gesagt, es ist halt eine unpopuläre Meinung. Und ist ja auch alles schön und gut. Nur, dass dann halt wirklich die Leute kommen und sagen, pass mal auf, wir leben hier in einer Demokratie, es ist Meinungsfreiheit. Und dann versucht man seine Meinungsfreiheit tatsächlich auch auszuleben. Weil man will ja auch halt tatsächlich sagen, pass mal auf, ich habe Meinungsfreiheit, dann darf ich ja wohl auch ein bisschen was dazu sagen. Und dann kommen die Leute an und sagen, nö, das kannst du nicht, weil deine Meinung gefällt mir nicht. Dann ist hier irgendwie ein bisschen was faul im Staat der Dänemark. Und das ist etwas, was ich eigentlich gesagt nicht gerne, ja, ich mag das nicht. Man kann sagen, ja, es ist aber nicht populär und ja, ist doch scheißegal, ob es populär ist oder nicht. Es ist halt eine Meinung. Super. So, und wenn sie dir nicht gefällt, dann ist ja okay. Aber wirklich so eine Hexenjagd, also, boah, nee. Und es ist halt, wie gesagt, nicht nur jetzt bei Culture Candela, um Gottes Willen. Nenn ich das wieder den Alter, der Culture-Fan. Nee, es geht halt generell, es ist halt überall, siehst du das. Sobald du eine Meinung hast, die nicht populär ist, wirst du zerrissen, als wärst du der Letzte. Boah, weiß ich nicht. Ja, hier beliebige Beleidigung einfügen oder so. Keine Ahnung. Ist halt ein bisschen problematisch. Also. Ah, okay. Ich hab's gesehen. Ich glaube, ich verstehe. Mhm. So, und dann kommen hier die Treppen also hin, ja? Okay. Ich hoffe, dann ist das hier so richtig. Dann mache ich das hier auch mal. So, zack. So, hier diese Stufen. Dann müsste das eigentlich schon funktionieren. Gut, dann machen wir hier weiter. Dankeschön. Und zack. Und dann hier nochmal. Ich liebe Minecraft. So, dann hätten wir das auch. So, dann haben wir hier echt ein monumentales Werk. Ich würde aber gerne hier tatsächlich
habe doch eine Schaufel. Warum zur Hölle? So, ich glaube, das ist eigentlich gar nicht nötig. Weil hier tatsächlich noch ein bisschen was anderes drauf kommt. So, und dann haben wir das hier. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann auch weg. So, das habe ich ja schon mal hier richtig gemacht. Das heißt, ich muss das jetzt hier auch nochmal machen. Oder ich will nicht. Das ist so anstrengend. Okay, das hier hin, ja? Gut, wo haben wir es denn? Eins, zwei, drei, vier. Dann bist du hier. Zwei, zwei. Zwei, zwei. Eins, eins. Zwei, drei, drei. Eins, zwei. Super. Zwei, drei. Und hier drei. Und jetzt haben wir das Problem. Jetzt müssen wir langsam die Kühe hier umsiedeln. Mäh, das mag ich nicht. Habe ich Zäune bei? Ne, warum? Zäune sind ja auch dumm. Okay, pass auf. Okay, den inneren Kreis habe ich jetzt, ja. Also 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 2. Gut, dann ruppe ich die hier erstmal weg. Bisschen Sisyphus-Arbeit, ne? So, um jetzt irgendwie versuche es mal abschließend auf das Thema zu kommen. Es ist traurig, dass man halt bei manchen Dingen einfach nicht seine Meinung sagen darf. Ich weiß, das habe ich tausendmal wiederholt. Ne? Und es ist nicht so, wenn ich jetzt sage, pass mal auf, du bist ein Hurensohn. Das ist meine Meinung. Das ist natürlich keine Meinung. Ja? Oder Hitler war ein korrekter Typ. Weil der halt Arbeitsplätze geschaffen hat. Sowas sind dumme Phrasen. Und das ist jetzt auch nicht wirklich etwas, was ich zu einer Meinung zählen würde. Vielleicht ist es eine Meinung, aber das kann man wirklich sagen, pass mal auf, das ist dumm. Ja, und sowas müssen wir nicht hören. Ja, also wenn irgendwas verherrlicht und verherrlicht wird, was wirklich böse ist. So, aber wenn ich jetzt wirklich gegenüber Corona oder so weiter, vielleicht sehe ich das ja auch wieder ein bisschen anders halt, weil ich ja selber nicht ganz so, überzeugt davon bin. Ja? Dass ich dann sage, pass mal auf, ein bisschen Kritik muss ich aber auch üben, weil, und dann sage ich es auf, dann darf ich nicht so zerrissen werden. Das geht nicht, das ist eine Unmöglichkeit. Was wollte ich jetzt machen? Ich habe total Zäune. Alter, der Golem. Nutzbaumaterial, mein Kopf tut ein bisschen weh, aber nur ein bisschen. So, ist doch eigentlich scheißegal, welchen Zaun ich benutze. Die Kühe sind halt nicht anspruchsvoll. Ich brauche aber noch ein bisschen Weizen, damit ich die Kühe auch locken kann. Natürlich, warum sollte auch Weizen da sein? So, Weizen? Nein, Weizen? Nein, Weizen? Tatsächlich. Das ist nicht dein Ernst, ne? Und kann ich mir das gleich wieder abholen? Tür zu, Affe tot. So, aber lassen wir, wie gesagt, das leidige Thema generell auch mit Corona und so weiter. Es bringt halt einfach nichts. Warum habe ich das? Matt? Ja, doch. Ich weiß, ich bin schrecklich. Es tut mir auch leid. Aber das kann ich so nicht. Das kann ich so nicht stehen lassen. So leid mir das tut, und glaubt mir, es tut mir leid. Ich möchte einen einzigen haben, ja? Danke. So. Jetzt passt es. Warum ist mir das vorher nicht aufgefallen? Mein Gott. So, diesen Zaun kann ich gleich auch nochmal verbrauchen. Lalalala. Und bei euch alles so Knorke? Na, jetzt muss ich jetzt, ne? Boah, das ist jetzt ein bisschen sehr doof. So. Esel, kannst du mal bitte
Kannst du mal bitte weggehen? Das gibt's doch nicht. Geh doch mal weg, Esel. Was ist denn los mit dir? So, ich darf jetzt aber auch nicht zu viel wegmachen, ne? So, dann seid ihr halt so ein bisschen in die Ecke gefercht. Aber mein Gott, was kostet denn die Welt? So. Lalalala. So, ihr Lieben. Pass mal auf. Hallo. Guck mal hier. Ich habe eine normale Kuh. Oh, ihr seid so creepy, ne? Ihr seid so verdammt creepy. So, nein, stopp mal. Ich habe vergessen, Zaun. Nein, 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 nein. So, du komm mal her. Kommt mal her. Kommt. Ja, kommt alle her. Oh, lasst mich hier. Boah, Alter, ich komme hier nicht raus. Ich komme hier safe nicht raus. So. Ihr dummen Kühe. So, dann säbel ich das hier ab. Ihr müsst sowieso umgesiedelt werden, früher oder später machen wir das noch. Gelle? Ich weiß auch nicht, warum ich mir so viel Pilz kühe. Warum eigentlich? Was habe ich von der Pilzkuhfarm? Eigentlich dumm, ne? Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich die nicht einfach laufen lasse. Oh ne, Pilzkühe sehen süß aus. Ihr habt ihr Pech gehabt, ihr kommt nicht frei. Haha. Ja, heult doch rum. Weil juckt mich doch nicht. So. Dann packen wir jetzt erstmal alles wieder weg. Und sind auch schon wieder am Ende der Folge. Yay, ich freue mich. Ja, läuft ja bis jetzt, ne? So. Zack, zack, zack. Wir überlegen mal ein paar schöne Themen irgendwie anschneiden. Aber ich habe irgendwie keine schönen Themen. Es ist immer nur voll dieses Negative. Alles ist scheiße, alles ist schlecht. Wollte ich nicht mal mich ändern und immer nur positive Dinge irgendwie jetzt zur Sprache bringen? Mache ich ja. Nicht konsequent, nicht durchgehend, aber im Großen und Ganzen schon. So, meine Nase juckt. Habe ich jetzt für diese Folge? Nee, ne? Puh. Habe ich für diese Folge schon einen Screenshot? Soll ich hier so einen machen? So? Ja, ne? Machen wir einfach mal so. Passt schon irgendwie. So, liebe Leute, ich würde sagen, ich bin hier erstmal raus. Lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten, fürs Kommentieren und so weiter und so fort. Ihr wisst es doch alles. Ich bin morgen wieder am Start. Ich hoffe, ihr auch. Ich würde mich freuen und bis dahin alles Liebe und alles Gute. Tschüss.